Guten Abend hier von der Beta von Diablo 4. Heute wieder mit einem kleinen Build-Guide-Showcase. Denkt dann, das ist wieder nur eine Beta. Das ist immer noch die Beta von Diablo 4. Bedeutet, der Build kann sich natürlich bis zur Live-Version ändern. Er kann komplett gar nicht funktionieren. Er kann besser werden, er kann schlechter werden. Ist einfach nur eine Möglichkeit, wie man potenziell vielleicht in Diablo 4 sein Build spielen könnte. Und zwar diesmal haben wir einen Druide und zwar einen Tornado-Druid. Tornado, Hurricane-Druid. Ist sowas ähnliches, so ein klassischer Caster-Druid, wie man das vielleicht aus Diablo 2 kennt. Bisschen gemischt mit Werbär, Werwolf, um ein bisschen Ressource zu erzeugen. Aber es ist ein klassischer Tornado-Caster-Druid-Build, ähnlich wie damals in Diablo 2. Erinnern sich vielleicht einige Leute dran. So, die klassenspezifische Fähigkeit ist in der Beta von Diablo 4 nicht erhältlich. Bedeutet, es kann sein, dass da noch Mechaniken dazukommen, die mehr Schaden auslösen, die Ressource geben und so weiter und so fort. Ich zeige euch nur die Fähigkeiten und die Legendaries, die ich benutze, die Effekte. Und dann laufen wir einmal in Dungeon damit. So, als allererstes die Fähigkeiten. Was benutze ich? Bei den Auto-Hits benutze ich hier oben ganz normal die Klaue. Mit verbesserte Klaue und dann grimmige Klaue. Die macht nämlich, dass mein Auto-Hit hier, meine Klaue, da verwandle ich mich in Werwolf, Giftschaden macht. So, das ist ganz wichtig. Dazu kommen wir gleich. Mein Auto-Hit-Schaden verwandle ich mich in Werwolf und macht Giftschaden. So, dann mein Main-Damage-Spell hier unten bei den Basic-Basisfähigkeiten ist eine Tornado, Folgeskill natürlich mit verbesserter Tornado und urtümlicher Tornado, der verlangsamt die Gegner nochmal, ist auch wichtig. Dann haben wir defensive Fertigkeiten, da benutze ich die Zyklonrüstung für Damage Reduction, 20% Schadensreduktion. Dann noch mit der verbesserten Zyklonrüstung und mit der bewahrenden Zyklonrüstung. Das gibt uns nochmal mehr Damage Reduction auf jeden Fall. Dann Blutgeheul mit verbessertes Blutgeheul und angeborenes Blutgeheul. Das gibt uns 20 Geisteskraft. Geisteskraftkosten, die sind sehr, sehr schlimm. Also das Geisteskraftmanagement wieder sehr schwierig, dass wir genug Tornados raushauen können. Müssen wir ein bisschen darauf achten, denn die Tornados kosten hier ganze 40 Geisteskraft. Das ist sehr viel. Man hat insgesamt 100. Kosten knapp die Hälfte unserer gesamten Geisteskraft. Das Gute bei Blutgeheul ist, Blutgeheul tut sich durch verbessertes Blutgeheul den Cooldown runtersetzen, wenn wir Gegner töten. Und wir können das immer mal wieder aktivieren, kriegen immer mal wieder 20 Geisteskraft. Alle zweimal aktivieren, können wir einen Tornado raushauen. So, dann bei Gefährtenfähigkeiten skillen wir einfach nur hier unten die Klarheit. Und zwar erhaltet 6 Geisteskraft, wenn ihr Menschengestalt annehmt. So, durchs Blutgeheul nehmen wir Wolfgestalt ein, durch den Outfit auch Wolfgestalt. Wenn wir dann unsere Tornados casten, nehmen wir Menschengestalt ein. Bedeutet, unsere Ressourcenerzeuger tun uns nicht durch die Ressource erzeugen, sondern wenn wir dann unseren Tornado raushauen und dann wieder zum Mensch werden, dann kriegen wir nochmal extra Ressource. So, plus natürlich, wenn wir unsere Zyklonrüstung auch aktivieren, die hat eine aktive, dann knockback das so die Gegner, kriegen wir auch natürlich Ressource, weil dann auch wieder von unserer Werbeform in die Menschform gehen. So. Damit nutzen wir unten bei den Zornfertigkeiten den Hurricane, mit dem verbesserten Hurricane und den natürlichen Hurricane. Hurricane ist permanent eigentlich so eine Aura, die relativ lange anhält hier wirklich. Der hält 8 Sekunden, hat 19 Sekunden Cooldown, macht gut Schaden um uns herum. Und hier hinten macht er nochmal Gegner verwundbar. Das bedeutet, wir wollen auch wirklich in Melee-Range auf die Gegner gehen. Denn unsere Klaue, unser Outfit ist eben Melee. Wir bewegen uns so ein bisschen in Melee-Range, auch wenn wir so ein Tornado-Build casten. Ich habe extra mal einen Dungeon, so ein Interior-Dungeon ausgewählt mit engen Räumen auf jeden Fall, dass die Tornados so ein bisschen rumbouncen werden, wo viele Gegner in engen Räumen zusammenstehen auf jeden Fall. Das heißt, auch alle sind immer von Tornado belegt. Der Tornado macht hier die Gegner verwundbar, die erleiden nochmal mehr Schaden. Ja, das ist auf jeden Fall ganz geil. Damit nutzen wir noch Niedertrampeln mit verbessertes Niedertrampeln und primitives Niedertrampeln. Das gibt uns nochmal 20 Geisteskraft, wenn wir es benutzen. Niedertrampeln ist so ein Spell, da rushen wir so nach vorne. Ist ein Movement-Spell auf jeden Fall, benutzen wir zur Fortbewegung. Und hier unten ganz wichtig, der kleine Punkt, Nervengift. Dadurch tun unsere Gifte Gegner verlangsamen. Wir wissen, unser Auto-Hit hat die eine Note bekommen, dass es Gegner vergiftet. Bedeutet, unser Auto-Hit tut auch Gegner verlangsamen. So. Und das ist nämlich dann ganz wichtig immer für den Reif des Schatten. Für den Ring, der uns 2 Primärressourcen nochmal gibt, wenn wir Gegner unter Kontrollverlusteffekten belegen. Bedeutet, wir bekommen mal extra Ressource von unserem Auto-Hit, bekommen extra Ressource, wenn der Tornado Gegner verlangsamt, bekommen Ressource, wenn unsere Zyklonrüstung Gegner wegknockbackt. Und so weiter und so fort. Wenn wir mit Niedertrampel durch Gegner durchgehen, dann knockbacken wir die auch so ein bisschen, tun wir auch nochmal Ressourcen bekommen. Alles wegen dem Ring, alles wegen dem Effekt auf jeden Fall. So, dann benutzen wir den Ring hier, der macht das Tornado bis zu 4 Ziele verfolgt. Dann haben wir so kleine Verfolgungstornados auf jeden Fall. Die bouncen immer so ein bisschen von den Gegnern weg und machen dann so einen Bogen und gehen dann wieder auf die Gegner zu. Also, das seht ihr gleich, wie das ungefähr aussieht. So, als Amulett benutzen wir dann, wenn wir Grundfertigkeiten casten, machen die Basisfertigkeiten mehr Schaden. Bedeutet, wir casten unseren Auto-Hit gegen Gegner. Und können damit bis zu 50% mehr Schaden hochstecken für unsere nächste Basisfertigkeit, und zwar unseren Tornado. Das ist immer ein bisschen Auflader, ein bisschen Ressource regenerieren natürlich. Und dann mit ein bisschen mehr Schaden nochmal die Tornados raushauen. So, als Helm haben wir so eine defensive Fertigkeit. Wenn wir Elite hitten, kriegen wir so ein 410 Barriereschild. Ja, ist einfach nur ein bisschen defensiv. Als Brust haben wir, dass unsere Zyklonrüstung uns jetzt auch Physical Reduction gibt. Physical Damage Reduction.
Und die Zyklonrüstung sich auch auf Verbündete der Nähe auswirkt. So, Zyklonrüstung gibt uns nämlich normalerweise nur Widerstände gegen 20% Schadensreduktion gegen nicht-physischen Schaden. Jetzt halt 20% generelle Schadensreduktion. Das kommt durch die Brust. So, unsere Handschuhe geben uns eine wenn wir einen Glückstreffer hitten. Wir haben übrigens bei den Tornados eine Glückstrefferchance von 33%. Wir hauen so ein paar Tornados raus auf jeden Fall. Wenn wir drei Tornados draußen haben, dann tut irgendeiner immer eigentlich Glückstreffen. Wenn wir einen Glückstreffer machen, wenn ihr Blitzschaden verursacht, besteht eine Chance von bis zu 12%, das Ziel 3 Sekunden lang zu überladen. Euer direkter Schaden an überladenen Zielen löst Impulse aus, die Gegner in der Nähe 322 Schaden zufügen. Dann blitzen die Gegner so ein bisschen. Wenn dann die Tornados die ganze Zeit da drüber wirbeln und da drüber ticken, dann blitzt das nochmal so extra Schaden raus und das macht sehr viel Schaden, diese Überladung. Das ist sehr geil, wenn der Effekt bockt, auf jeden Fall. So, als Hose, wenn wir Gestaltfähigkeiten, wenn wir eine Gestaltwandelfertigkeit verwenden, bekommen wir nochmal mehr Leben. Wenn wir Leben voll haben, bekommen wir Stählung auf jeden Fall. Wir haben ja hier ein paar Gestaltwandlerfertigkeiten, das ist nochmal für auch Toughness. Als Schuhe benutzen wir nochmal, wenn wir kritten, dass wir mehr Movement Speed bekommen, 14%. Und dann ganz wichtig, als Waffe benutzen wir kritische Treffer mit Sturmfertigkeiten laden die Luft um euch 4 Sekunden lang auf, wodurch regelmäßig ein Gegner im Wirkungsbereich von einem Blitzschlag getroffen wird, der 420 Schaden verursacht. Die Dauer kann durch zusätzliche kritische Treffer verlängert werden. Ja, bedeutet eigentlich, wir haben die ganze Zeit so eine Art Gewitter um uns herum und es blitzen die ganze Zeit so Blitze auf die Gegner und machen Schaden. Das werdet ihr auch gleich sehen. Der Effekt ist eigentlich fast permanent aktiv auf jeden Fall, weil wir kritten relativ häufig. So, ich würde sagen, wir legen direkt los. Das ist unser Charge übrigens. Bupp. Legen uns schön vorwärts. So. Und wenn Gegner da sind, machen wir jetzt alles unseren Hurricane an. Machen ein paar Auto-Hits, zack, zack, zack und hauen ein paar Tornados raus. So sehen die Tornados aus. Und da seht ihr auch schon hier die Blitze, die von der Decke einschlagen. Das ist der Effekt von der Waffe. Bedeutet das hier permanent an, permanent werden irgendwelche Gegner hier weggeblitzt. So. Rushen einfach mitten rein und hauen ein paar Twister raus. So, wir wollen natürlich nicht jeden einzelnen Gegner töten. Wollen so ein bisschen von Elite zu Elite gehen. Na, hier haben wir nochmal ein bisschen fetteren Mob. Ein bisschen Auto-Hits reinhauen und einfach hier so in den dünnen, engen Gängen ein paar Tornados stacken. Sieht schon geil aus auf jeden Fall, wenn hier alles voll mit Tornados ist. So. Größere Fläche. Wir wollen nach hier neben. Wir müssen erstmal so einen Schlüssel suchen hier von so einem Special Mob. Guck mal, der ist überladen. Habt ihr das gerade gesehen? Diese Blitze, die da um den herum kamen, die so aus dem rausgeschossen kamen. Das war diese Überladung. Da macht er so ein bisschen Area-Schaden an den anderen. Macht so ein bisschen Bonus-Blitzschaden. So. Jetzt hier. Hier mit Tornados treffen. Da, das war wieder die Überladung. Legendary. Moment, das leckt ein kleines bisschen. Muss ich mir ganz kurz ansehen, was das ist. Zerfetzung von Gegnern. Okay, gut. Brauche ich nicht unbedingt. Lass mal liegen. So. Dann suchen wir uns den nächsten Gegner. Wir haben den Schlüssel bekommen übrigens. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo weitergehen. Ist übrigens ein schöner Bossfight auch am Ende von dem Dungeon. Bei dem Bossfight könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn da wirklich viele, viele Twister in so einem Bossfight-Raum sind und die ein paar Mal über den Boss drüber gehen und der Boss dann eventuell überlädt, wie schnell das den downtickt nämlich. So, liegt er auch gut tot. Es ist halt so ein bisschen random immer. Jeder, der vielleicht in Diablo 2 mal ein Twister-Bild gespielt hat, ein Tornado-Bild, weiß, dass die Tornados so ein bisschen random rumbouncen. Funktioniert mal geiler, mal besser, mal schlechter. Aber hier bei so engen Dungeons natürlich, mit so kleinen Räumen oder sowas, funktioniert das potenziell besser. Das heißt, vielleicht hat man da so vielleicht seine Favoriten-Dungeons bei dem Bild, die man eher spielen möchte als andere. Das haben wir gerade eben bekommen. Dann schön immer mit unserem Hurricane, die Gegner rein, spammen ein paar Tornados. Ja, überlebt die feindlichen Angriffe. 20 Sekunden lang. Einfach ein paar Tornados, ein bisschen Auflader. Sieht, das Ressourcenmanagement geht eigentlich immer hier. Wenn ich mit meinem Werwurf-Ding zuhau, meinem Werwurf-Auto-Hit, und dann wieder zurückwechsel, kann ich hier die ganze Zeit Tornados raushauen eigentlich. Ihr seht, der ganze Raum hier steht schon fast nur voll mit Tornados. Ich weiß gar nicht, ob es eine maximale Anzahl an Tornados überhaupt gibt. Draußen haben kann. So. Das Geile ist, wenn du wirklich viel Density in dem Raum hast, du hast viele Tornados draußen, die Tornados tun dir Gegner permanent verlangsamen. Jedes Mal von dem Verlangsamen von einem Tornado bekommst du bei den Ringen nochmal Ressource zurück. Leute, bei viel Masse kriegst du extrem viel Ressource zurück, kannst noch mehr Tornados raushauen. Hast du eine kleine Kettenreaktion an Tornados, weil die Tornados dann, die du noch mehr raushaust, wieder Gegner verlangsamen, nochmal mehr Ressource geben, auch wenn es nur zwei Ressource pro Verlangsamung sind. Ich weiß nicht, ob das für jeden Tick von so einem Tornado zählt. Wenn ihr mal die Schadenszahlen beobachtet, die Tornados ticken ziemlich oft. Da kommen ganz viele kleine Schadenszahlen auf den Gegner an. So.
Sammelt Geisternehmer. So, hier haben wir irgendwo einen Elite auf jeden Fall. Armel Elite. Dann Twister. Zeigt schön auf ihn. Jawohl. Einmal sind die Twister wieder zurückgekommen und Elite war tot. Easy. Rückfällenschein, den braucht man natürlich nicht unbedingt. Ah. So, ein ziemlich langwediger Dungeon, so ein bisschen schlauchartig. Da haben wir das nächste. Legendary. Muss ich mir kurz angucken, ich habe leider die ganze Zeit volles Inventar. Ach ja, Barriere. Okay, brauche ich auch nicht. Ist auch Müll. Ja, durchrennen. Und wir kommen auch schon zum Boss. Oder? Ist jetzt schon der Bossraum hier? Ich warte kurz, bis der Schein vorbei ist, weil ich will natürlich den richtigen Schaden am Boss zeigen, wie das aussieht von dem Bild. So. Machen wir den Hurricane an. Guck mal, der Boss ist auch schon direkt überladen. Jetzt werden wir ein paar Twister durch hier. Und wenn Twister jetzt gleich zurückkommen auf den Boss, dann tickt der Boss richtig schön schnell down. Durch einen Boss mit einer größeren Hitbox würde er mehr Schaden kriegen. Im Boss hast du natürlich ein bisschen mehr Ressourcenprobleme als bei anderen Gegnern. Aber hier, auch relativ schnell down. Wenn die Twister mal so ein bisschen auf dem Boss rumwirbeln, auf jeden Fall relativ schnell down getickt. Macht viel Spaß auf jeden Fall. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Könnte natürlich im Endgame noch besser funktionieren, wenn man dann endlich die Klassenmechanik vom Druide benutzen kann, noch ein bisschen besseres Ressourcenmanagement hat, noch ein bisschen mehr die Tornados durchballern kann, mehr Skillpunkte hat. Aber ich finde auf jeden Fall so Early Game, Beta, man bekommt schon mal einen Eindruck, wie potenziell ein Twister-Druide aussehen könnte. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut das gerne in die Videokommentare. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.